Als einer fragt, das muss auch. Ach, das geht nicht. Na gut, nehmen wir ihn leicht in schrägen Winkel. Ich will es halt fertig haben. Ist ja auch erstmal nur provisorisch. Aber wenn hier schon Getreide ist, wär ich dämlich, wenn ich es nicht mitnehme. Oder was sagt ihr dazu? Ich schätze mal ja. Sagt einfach mal ja. Ja, Roland, du bist der Beste. Danke. Erstmal das Kreuz rausnehmen, sonst bin ich überzeugt, dass das wieder in die Hose geht. Ja, du hast keinen Strom, ich weiß, entspann dich. Das Problem kenne ich, daran arbeiten wir noch. Ich muss jetzt hier erstmal den geraden Winkel finden, damit das hier alles nebeneinander steht. So, das Hühnchen muss ungefähr da stehen. Das heißt, die Höhe ist an sich schon ganz okay. Sicherheitshalber nehmen wir noch ein bisschen mit und bauen den von hier aus los. Das muss ja auch kein Kunstwerk werden. Das ist alles nur provisorisch. Und zwar so, dass das alles hier mit Hühnchen zugepflastert werden kann. Ja, ja. Ja, wie treffe ich jetzt hier genau die Mitte? So, jetzt merken wir uns mal die Anzahl der gebauten Meter. Wir nehmen mal 264. Ist, glaube ich, zu kurz. Das weiß ich jetzt schon. 264 ist zu kurz. Ja, ist gerade zu kurz. 264. Machen wir es ein bisschen länger. 272. Das ist die magische Zahl. Die merken wir uns jetzt auch. Hoffentlich vergesse ich die nicht gleich wieder. 272. Ja, wir können ausnehmen. Gut. Damit steht das Teil schon mal. Wie viele Hühnchen wollen wir denn noch machen? Ja. Guck mal, der passt sogar genau an den Rand. Geil. Zack. Die bauen ganz schön schnell und ich bin überhaupt noch nicht in der Lage, die hier überhaupt angemessen irgendwie zu versorgen. Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Würdest du bitte jetzt da an den Winkel rangehen? Zack. Wie schön, dass er das alles schon so extrem ausbaut. Ach, jetzt geht das Spielchen wieder los. Zack. Macht er nicht. Gut, dann machen wir es von der anderen Seite. Zack. Von da klappt es garantiert. Hoppa. Ach ja. Zack. Jeder Zentimeter wird genutzt. So, das sind unsere Hühnchen. Das ist ja alles ganz toll. Problem bei der ganzen Sache ist, wir müssen jetzt hier noch eine Straße rüberkriegen, sonst funktioniert das alles gar nicht. Welche nehmen wir denn da? Das ist die Hauptstraße vom Stadtzentrum. Das ist vielleicht nicht gut, vielleicht gut. Das werden wir dann rausfinden, wenn es soweit ist. So. Wir führen ihn noch ein bisschen raus aus der Stadt. Holen ihn dann hoch. Und nehmen ihn hier wieder runter. Und damit hast du jetzt vielleicht nicht die schönste Straße gebaut, aber das funktioniert. Jetzt können wir gucken, dass wir das hier alles ein bisschen besser eingeordnet kriegen, damit wir das alles noch ein bisschen besser versorgen und gleichzeitig hier den Platz besser ausnutzen. Ich habe nämlich vor, genau dort an dieser Ecke nochmal Hühnchen aufzustellen. Das kontrollieren wir jetzt, wie das von der Höhe passt. So viel dazu, dass wir jetzt die 172 gemerkt haben. Es bringt uns nämlich gar nichts. So, bis zu dem Baum. Welcher Baum denn? Der da. So,
sollte ungefähr passen. Ja, passt. Da oben nehmen wir ein bisschen Grünzeug mit. Ja, gut, dann stellen wir ihn eben da 3 Meter nochmal nach links. Kann nicht so schwer sein. Korrigier mich. Kann doch schwer sein. Ach ja, du machst wieder auf dem kurzen Winkel nicht, ne? Nur weil ich das bin. Weil ich schwarz bin, bestimmt. Von da rum geht's. Von der Seite macht das, aber von links macht das nicht. Typisch die Rechten wieder. Von rechts geht's. Aber den Rechten ist immer alles möglich. Ist doch wahr. So, jetzt muss ich noch 2 nach unten hauen. Weil mir sonst ins Wasser reinragt. Ist ein bisschen ärgerlich sonst. Naja, ich kann ihm auch das Wasser wegnehmen. Okay, das wird etwas schwierig. Eigentlich nicht. Kann ich damit leben? Also, wenn ihr es keinem verratet, ich verrate es auch nicht. Hier gleichen wir das noch ein bisschen an. Hier noch ein bisschen bi, babo, baba, als wenn das so soll. Perfekt. Stehst du so, wie du stehen sollst? Ich trau dir nochmal nicht. Ich zieh die Straße nochmal neu. Gott, sieht das furchtbar aus. Passt das jetzt? Ja, kein Wasser. Er meckert nicht. Also bis jetzt noch nicht. Ja, dann ist erstmal alles gut. Gut. Ja, ich muss einen Punkt setzen, ich weiß. Krieg ich den so gezogen? Ja. Manchmal hilft das Neppen und manchmal hilft es halt nicht. So, und den jetzt einfach wieder an die Ecke oben mit ran. Bitte auf die 90%. Das ist doch hier wieder. Dankeschön, war das jetzt so schwer? Ich will doch hier nur ordnungsgemäß den ganzen Platz effizient nutzen. Überragend. Ich könnte den ganzen Tag stehen und das hier versuchen, noch besser zu machen. Aber so ist doch erstmal in Ordnung. Was ich immer schon mal machen wollte, ist hier so ein Dorf aufbauen. Das mag jetzt alles nicht schön aussehen. Aber wir hauen jetzt hier einfach mal ein paar Häuser hin. Ja, ich finde das unheimlich lustig. Hier so ein paar Bauernhäuser hingepflanzt. Genau an der Kreuzung. Hier wohnen Leute. Wunderbar. Nicht schön, aber selten. Gut, wir gucken nochmal hier. Ah, das kriegen wir nicht mehr viel besser hin, aber hier können wir nochmal deutlich was dazu gewinnen. Damit wir hier noch mehr nutzen können. Weil Getreide, wissen wir, können wir nie genug haben. Was ist hier für ein Verkehrsstau? Ne, ist ein Unfall. Wir wollten da abbiegen. Das ist ja wieder... Eieiei. Nur Helden hier. Nur Helden. Na gut, das hätten wir... Das läuft. Ihr seid oben noch mit den 2. Da müssten wir jetzt eigentlich auch irgendwie was draus machen. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ah, unser großes Bürogebäude. Das kann ja hier auch noch hin. Warte. Wenn wir Platz haben für ein neues... Oh, da baut er gleich ein neues. Oh, gleich ein großes Bürogebäude. Ah. Oh. Und wir haben keine Medizin. Ja, das ist schlecht. Wieso kriegen wir keine Medizin? Haben wir keine Industrie? Keiner, der das hier macht? Können wir das nicht irgendwo einkaufen? Jetzt mal ernsthaft. Wir
sieht's denn hier aus mit Medikamenten? Ist das hier nicht Medikamente? Ja, Pharmazeutika, ja. Und warum bringt die keine? Ja, die sind gefragt, so wie alles andere auch. Wir brauchen Bauholz, willst du mich hier verarschen? Ja, was soll ich jetzt machen, Freunde? Ich kann ja nicht zaubern. Also ich kann hier noch mehr Industrie aufbauen. Ich könnte die Besteuerung ändern. Rohöl. Ja, Rohöl wird ja zurzeit nicht gebraucht. Fertignahrung. Chemikalien, Pharmazeutika. Wir können das ja auch mal auf 5 runtersetzen und in der Hoffnung, dass hier irgendwas passiert. Warte mal, Chemikalien brauchen wir auch immer viel. Wir haben anscheinend zu viel Geld, so wie es aussieht. Hähnchen brauchen wir auch viel. Baumwolle wird ja noch nicht produziert. Ja, das ist schade. Das Problem kenne ich, daran arbeiten wir noch. So, und hier wollen wir jetzt ja auch so ein bisschen Anpassung vornehmen. Die Ausgebildeten kriegen 9, die anderen kriegen 10. Wie wirkt sich das aufs Geld aus? Momentan sehen wir noch gut aus. Noch sind wir in Industriesachen richtig sexy unterwegs. So, was kommt hier jetzt? Also wenn wir nichts haben, aber Metallindustrie, da sind sie dabei, ne? Das ist prima. Kriegen wir das jetzt hier auch noch schön gerade? Freunde, ich sage euch, ich gehe hier nicht weg, bevor das hier nicht so steht, wie es stehen soll. Danke. Steine, Geflügel, Geflügel nutzt hier Textilien, damit kann ich leben. Hier muss keine Lager mehr stehen, daneben steht schon ein Lager. Was willst du jetzt da hinbauen? Metallerz, damit können wir doch wunderbar arbeiten. Wie viel haben wir eigentlich noch von dem Erz? Ja, das sieht noch ganz gut aus. Steine, Holz ist sowieso zu viel da. Da wird nichts gebaut, von wegen. Bau da was hin. Danke, Fertignahrung können wir gut gebrauchen. Ist sogar in der Nähe. Macht sogar Sinn. Gut, hier gibt es 3 Häuser. Kleinen Backshop. Sollte ja reichen. Oder ist es Holland? Hier machen wir Coffeeshop auf. Kleinen Coffeeshop. Ja, was soll ich jetzt? Das ist doch hier lächerlich. Die ganzen Patienten hocken da drin rum und ja. Muss hier gleich noch ein zweites Krankenhaus bauen, weil die hier keine Medikamente. Warum werden keine Medikamente geliefert? Wir haben hier überall Aufhaken, der kann sich irgendwo Medikamente kaufen. Und wir haben einen Hafen. Ist ja nun nicht so, als wenn die jetzt hier nicht. Okay, die Verbindungsstraße zu der Autobahn ist noch nicht gelegt, aber darum geht's ja nicht. Ja, ich könnte hier noch eine Verbindung direkt drauflegen. Ich glaube aber nicht, dass das so gut ist. Weil das ist dann die Hauptverkehrsstraße. Das wissen wir alle, dass wenn ich die jetzt hier lang ziehe, wenn ich hier jetzt eine runterhaue, ne, dann ist hier aber auch Achterbahn auf der Straße. Halt, ich brauche einen Bogen. Es ist jetzt nicht schön, aber es passt. Also, mehr schlecht als recht, aber. Aber wenn die alle in die Stadt müssen. Und dann wird es ja lustig hier auf der Hauptstraße. Das ist ja so mein Recyclingzentrum. Ja, das macht Sinn. Das bis für. Eine möglichst schnelle Müllverwahrung, ja, die Verwertung, das ist gut. Ah, kein Platz für, schade. Ah, Lagerweiterung ist auch ganz toll. Was würde passen? Wenn ich ihm die Straße wegnehme, kriege ich das Teil hier auch noch hin. Wie viel kann ich denn davon bauen? Eins nur? Würde mich jetzt echt interessieren. Oh, könnten wir sogar 2 bauen, na toll. Hätte ich das vorher gewusst. Wahrscheinlich stand es irgendwo und ich habe es nicht gelesen. Na, macht ja nichts. Dann machen wir jetzt die Stromleitung darüber. Wie teuer ist denn das? 40.000. Ich glaube, das kann nicht schaden, wenn wir da 2 stehen haben.
Recyclingwerk. Immer gut gefragt. Wir werden jetzt hier ein Industriegebiet aufmachen. In der Hoffnung, ja, dass wir so ein bisschen groß machen, weil ich das verteilt sehen will, wie viel da letztendlich bei rumkommt. Ich will das auch von hier anfangen. Dann lassen wir drei. Warte mal, hier habe ich außen freigelassen. Na ja, dann muss ich das hier auch machen, sonst sieht das ja dämlich aus. Wie sieht denn das aus sonst? Das können wir ja nicht bringen. Zack, und jetzt kommt es hier so ein bisschen drauf an, wie wir hier in der Mitte noch übrig bleibt. Das ist irgendwie jetzt schlecht. Von der Mathematik her gesehen. Weil es dann ungerade ist. Oh, wir könnten eine kleine Straße bauen. Oder wir lassen die komplett hier im Kreis fahren. Das geht auch. Guck, wenn ich jetzt den und den so lege, treffen wir hier auf der Mitte. Wir könnten auch eine große Straße legen. Wir brauchen eine gerade Straße. Eine richtig große. Sechs Spurer ist die Vierer, ne? Sechs Spuren mit Trennwand. Die hier wirklich langziehen? Ja, Bäm, Junge. Warum nicht? Problem ist jetzt, dass da natürlich rechts und links zwei frei bleiben. Das sieht natürlich dämlich aus. Mit anderen Worten. Tut mir leid, Freunde. Ihr müsst da nochmal weg. Damit sich das hier alles ein bisschen besser aufteilt. Alles klar. Ihr kriegt jetzt die normale vierspurige Straße hier noch. Ist ja noch die Kurve drin. So ist gut. Wunderbar. Ja, das kriegen wir hier auch nicht besser hin. Es sei denn, er teilt das auf 2-2 auf, was erstmal egal ist. Wir können es hier gerne nochmal probieren. Er macht da nicht mit. Ist okay. Ist okay. Hier sind aber hauptsächlich Lager. Ah! Pharmaindustrie-Lager. Sehr gut. Damit können wir noch arbeiten. Das war ein kleiner Baumwolle-Laden. Hier Baumwolle-Lager. Chemikalien. Also Steine brauchen wir hier nicht wirklich. Die Steine können da hinten stehen. Das war klar, dass du das wieder aufteilst. So ist okay von mir aus. Gemüsesaft. Getränkeabteilung, Getreidelager. Hier können ruhig Lager stehen. Die müssen ja hier alle rauffahren und sich die Sachen holen. Oh, ich brauche Büros. Das ist ja unglaublich. Ich brauche Büros. Ich weiß ganz genau, wo die hinkommen sollen. No. Ist das hier alles groß? Ja, das ist alles groß. Das ist gut. Ihr müsstet vielleicht einen aufgeben. Ich weiß, das tut im Herzen weh, aber einer müsste, ne, ist wie mit Madeleine. Einer von uns beiden muss nun gehen. Hier könnte theoretisch auch jetzt aufgebaut werden. Alle Mann raus aus dem Pool. Zack. Schön verteilen. Ja, so ist gut. Er hat was gelernt. Ah. Herrlich. Gut. Ein Viertel davon kriegt Büros. Hier kriegst du auch noch ein Büro hin. Sehr schön. Gut, das Haus steht so ein bisschen out of position, aber das ist ja egal. Wichtig ist, dass das hier alles gut funktioniert. Wenn wir jetzt auch nochmal Medikamente kriegen von da hinten am Arsch der Welt, dann bin ich auch sehr glücklich. Und das wird hier echt ein Problem werden. Fahr einfach weiter, wenn keiner kommt. Ja, wir müssen das Ding hier größer machen. Was hier nicht irgendwie so 6 Spur, 7 Spur, 8 Spur mit Trennwand? 8 Spur mit Trennwand, 8 Spur mit Trennwand. Sieht ein bisschen krass aus, aber was soll's. Okay, eine 6-Spur mit Trennwand hätte es auch gemacht, aber das ist erstmal egal. Ihr könnt ja die Autobahn ein bisschen vergrößern, dann sieht es nicht mehr so schlimm aus. Zack. Ja, wir lassen es mal so. Könnte sich ein bisschen besser verteilen. Jetzt kann ich hier so viele große Häuser bauen. Ist ja schlimm. Und ihr seid. Oh, ich lasse sie da noch stehen. Ihr habt noch Gnadenfrist. Ihr nicht. Ihr kommt weg. Weg, 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 weg. Alle Mann weg hier. Weg, 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 weg. Hier kommt die großen Häuser hin. Die großen Jungs spielen jetzt hier.
bin froh, dass das Spiel nicht abgestürzt ist. Ich kann jetzt wieder zu vorgreifen, aber bis jetzt läuft's gut. Ich bin sehr zufrieden. Nochmal Großgewerbe? Ja, ne? Komm. Ja, wenn ich hier, wo dann? Liegt genau in der Mitte. Schön im Stadtzentrum. Da können wir große Gewerbegebäude sehr gut gebrauchen. Gut, hier ist die vierte Reihe schon fertig. Hier sind noch die kleinen Häuser. Das heißt, hier ist so ein bisschen Testkandidat angesagt. Hier sollen dann rein theoretisch die kleinen Häuser noch außen mit hin. Bam. Habt ihr ein bisschen Platz? Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt bauen. Ich habe gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt bauen. Dann leck mich. Ich überlege, ob ich denn hier ein kleines Gewerbegebiet oder ob ich das außen dann lasse. Also rein theoretisch müsste da einer hin. Dann müsste ich aber schon wieder welche abreißen. Da will ich nicht. Aber hier mache ich jetzt erstmal ein Viererviertel noch hin und hier mache ich noch ein Viererviertel hin. Na, danke. Danke. So schön. Dann könnten wir hier theoretisch das dann rüberlegen. Mitgedacht hätte was gebracht, aber das ist schon okay so. Wichtig ist, dass es am Ende richtig steht. Und jetzt kann ich mir überlegen, will ich hier normales, einfaches Gewerbegebiet oder haue ich hier nochmal die Blöcke hin? Und ich sage, ich nicht Block haben wollen, ich hier Normalgewerbe. Hier zack, bam. Hier zack, bam. Naja, gute Gewerbeeignung, das ist mir alles immer schon klar hier, wo Kunden sind, wo Leute sind, das ist. Das verstehe ich schon. Nur den Rest nicht. Und warum ihr das macht, weiß ich auch immer nicht. Was soll das? Danke. Du kannst hier noch Häuser hinbauen. Warum baut er jetzt hier keine Häuser? Was ist hier dran? Was ist jetzt hier dran so schlimm, dass man da keine Häuser hinstellt? Ja, das ist hier mit viel Liebe und so. Habt ihr außen da ganz viel Gewerbe und alles ist toll. Tutti. Ich liebe das mit diesem kleinen Wolkenkratzer, das hat schon was. Ja, dann die Gewerbeabteilung. Also es gibt wenig zu beanstanden. Ja, nicht genügend Kunden, erzähl mir doch nichts, da wohnen 1000 Leute drumrum. Echt mal, was ein Scherzkeks. Auf der vierten Reihe müssten rein theoretisch die Dingshäuser hin. Naja. Das ist erstmal. Das sieht hier schon mal gut aus. Hier sind 180. Hier ziehen schon mal ein paar Leute ein. Hier oben seid ihr noch garantiert voll. Voll bis zum Stehkragen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Seite. Wie war das jetzt? Genau hinter ihm kommt das Krematorium. Das heißt, die zwei da oben müssen weg. Es tut mir am Herzen weh, aber alle mal raus hier. Straße muss weg. Dann kommt nach außen gerichtet die Grundschule hin. Die wird auch perfekt gleich ausgebaut. Warum auch nicht? So, auf den dritten Posten da und da kommen die hin. Das Dings mit dem, mit der Teil. Apropos, kriegen wir jetzt hier. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Wird hier heute noch gearbeitet? Also ich habe hier Industrie aufgebaut. Also wenn ihr jetzt hier mal langsam nicht hier Medikamente und so kriegt, wir haben doch jetzt hier und das läuft auch. Ich meine, wir können die Routen nochmal überprüfen, aber im Grunde genommen. Fach 2.2, siehst du, das läuft doch hier gut. Ich hätte hier gerne einen hübschen Blau. Oh, das mit dem hübschen Blau, das. So tiefe, schönes Blau. Oh, so hat der Papa das gern. Zwei Schiffe reichen, glaube ich, auch erstmal auf den Routen. Wollen wir noch mal ein bisschen Industrie nachlegen? Ja, komm.
Fall sollten wir hier nochmal die Straße nochmal nachziehen, sonst meckert er auch hier wieder mit mir. Schöner rechter Winkel, so liebe ich das. Hm, heute läuft's. Ein Tag läuft's nicht, heute läuft's. Okay, zu viel Refreund. So ist gut. Großes Industriegebiet direkt am Hafen. Nichts ist geiler. Was ist das jetzt hier? Wo wollt ihr jetzt hin? Ah, ihr fahrt alle da lang. Ja, das ist schlecht, Freunde. Ihr wollt alle nämlich in die Stadt, ins Industriegebiet und nehmt alle die Autobahn. Naja, ich könnte zur Entlastung, also auch nur provisorisch, versuchen, hier nochmal eine Autobahn hochzulegen. Das wird jetzt auch nicht schön. Jetzt kommt so ein bisschen drauf an, wo ich den hinlege, den nächsten hiervon. Ich will den nämlich ungern im Weg stehen. Gut, das war mein Fehler. 90, sieht gut aus. Und dann setzen wir hier einfach autobahnmäßig, das ist übrigens die falsche Seite. Oh Gott, wie kriege ich das jetzt hin? Gar nicht, gar nicht. Ich lasse es so. Lasse Scheiße. Ja, ich habe jetzt zu viel auf einem Haufen gebaut und habe es nicht ordentlich gebaut, das ist das Problem. Okay, ich weiß, wie es laufen muss. Wie es laufen sollte. Wir nehmen ihn von hier. Gib mir die Höhe. Das sieht jetzt auch nicht schön aus. Muss es aber auch nicht. Wichtig ist, dass es am Ende funktioniert. Theoretisch da anschließen, aber dann. Wollen wir hier mit einer Dreierstraße abspeisen? Naja, komm. Dann nehme ich ihm die nochmal weg und dann können die da auch nochmal abfahren. Witzig wird es nachher, die Autobahn hochzulegen. Ich meine, ich könnte die unten lassen. Würde ich aber nicht. Naja gut, auf jeden Fall steht erstmal der Hafen. Die Stadt sieht eigentlich recht super aus. Bis auf zwei kleine Meckerer ist hier eigentlich alles perfekt gelaufen. Ja, hier oben können wir noch theoretisch das Krematorium rübersetzen. Die haben anscheinend nichts zu tun. So dass alle Menschen, die hier wohnen, auch gleichzeitig verbrannt werden können. Wenn sie tot sind. Wenn sie tot sind. Ja. Man muss doch zugeben, das passt ziemlich gut. Es passt halt. Ich mache das ja nicht, weil mir danach ist, sondern weil das halt alles immer sehr gut nebeneinander steht. So, warte nochmal. Einmal gucke ich nochmal. Ja, die könnte ich theoretisch auch nochmal verbessern, aber so ist erstmal gut. So schön. Nee, das lassen wir erstmal alles so. Wir können viel bauen momentan. Stufe 10 sieht alles gut aus. Ja. Irgendwann kommen wir nicht mehr drum rum, dass wir hier die Autobahn neu und besser bauen müssen. Die Universität steht außen ziemlich gut. Beim nächsten Mal bauen wir die Ecke dann noch fertig. Und dann legen wir die U-Bahn. Und zwar soll die U-Bahn das hier erstmal alles entlasten, was wir hier quasi in dem Quadrat haben, und da rüber schicken. Schön eine U-Bahn-Station hier drüben bauen. Wo wir die letztendlich hinbauen, das müssen wir dann gucken, wo wir das hier verteilen. Ja, und dann hoffe ich mal, dass das alles gut funktioniert, weil U-Bahn ist halt unterirdisch und nimmt dann wenig Platz weg. Ja, Straßenbahn wäre halt... Na, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute sind immer ziemlich faul. Die nehmen lieber die Straßenbahn. Und ich hätte gern beim nächsten Mal Medizin. Aber das kriegen wir bestimmt hin.